die aufklaffende Existenzvergegenwärtigung ist immer so eine Art rasender, sirrender, vibratorischer Gefühl, als ob man gleich explodieren würde. Ob der Tatsache des Existierens existieren, explodieren würde aus Übererregung, ob dieses Existierens und seiner damit festgeschriebenen Konditionen und Konsequenzen. Also eine Übererregung des fast Explodierens, bis man dann tatsächlich explodiert, bevor man dann tatsächlich explodiert. Und das findet dann in jedem kollabierenden Augenblicksmoment immer wieder erneut statt. Wahrscheinlich war das das zitterarge Gefühl des Sokrates. Er steht vor Schrecken, erstarrt in der Toreinfahrt, weil er sich plötzlich dieses sierenden Hochspannungszustands an Vibrationen, an Erregung bewusst wird, dass Existenz ist, bevor die Seifenblase wieder platzt. Oder platzen gemacht wird, implodiert oder explodiert, spielt keine Rolle.